Während es heute früh um Input ging, also welche studentischen Initiativen gibt es denn eigentlich und welche Unterstützungsstrukturen, haben wir uns dann am Mittagessen damit beschäftigt, uns auszutauschen im World Café, die Sachen voranzubringen sozusagen und dann in den Poster-Sessions nochmal zu sehen, was eigentlich konkret an Initiativen hier vertreten ist. An verschiedenen deutschen Hochschulen. Und jetzt geht es darum, das nochmal zusammenzubinden. Und zwar erstmal aus einer persönlichen Perspektive von Thomas Sporer, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Tagung hier stattfindet. Und anschließend auch nochmal von verschiedenen Personen hier auf dem Podium, die sich dann nochmal vorstellen werden, auch aus deren Perspektive, den Werdegang und das studentische Engagement. Wie es dazu gekommen ist, zu erfahren. Und ich denke, das wird nochmal ganz spannend. Man kann sich zurücklehnen, aufmerksam bleiben und sich auf eine spannende Input und eine spannende Diskussion nochmal zu erinnern. Viel Spaß. Ja, danke Johannes. Ich hoffe, ihr hattet jetzt schon jede Menge spannende, interessante und bereichernde Gespräche. Am Vormittag und jetzt bei World Café und den Themenduschen und ja, also ich habe immer noch so ein bisschen lauschen können, weil wir parallel noch eine andere Veranstaltung hatten, aber es hat sich immer ganz toll angehört, was hier stattfindet und ich freue mich sehr, jetzt daran anknüpfen zu können und einen kleinen Beitrag zu leisten, ein bisschen den Weg nachzuzeichnen, den ich jetzt in den letzten 10 Jahren gegangen bin und vor 10 Jahren mit dem Studium fertig geworden. Und habe mich jetzt eigentlich seither mit dem Thema immer kontinuierlich befasst, aus unterschiedlichen Perspektiven, in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Kontexten. Und diesen Weg habe ich versucht, mit dem Impuls ein bisschen nachzuzeichnen, einen Pfad ein bisschen darzustellen und so den einen oder anderen Punkt oder das eine oder andere Learning rauszuarbeiten. Und dann, das Ganze vollzieht sich in 3 Schritten, und über diese 3 Schritte dann zur Podiumsdiskussion zu kommen und dann da gemeinsam weiter zu denken. Der erste Schritt war für mich eben so eigentlich schon vor 10 Jahren, also zum Studienbeginn, zum Jahr 2000, nach eigener studentischen Initiative. Dann habe ich an der Uni in Augsburg gearbeitet, dort eben förderliche Rahmenbedingungen für studentische Initiativen schaffen, Unterstützungsangebote und auch ein Studienangebot, was eben ermöglicht, studentisches Engagement auch curricular anzuerkennen. Und jetzt an der KU in Eichstätt-Ingolstadt wirklich darüber nachzudenken, wenn eine Hochschule sich als gesellschaftlich wirksame Hochschule profilieren möchte, welchen Beitrag leisten studentische Initiativen dazu und wie kann man sozusagen so eine Förderökologie bauen, die unterschiedliche Beispiele guter Praxis, wie wir es heute Vormittag ja schon gehört haben, miteinander verknüpft und sich von diesen verschiedenen Ansätzen sozusagen das Beste jeweils kreativ borgt. Und der erste Schritt war in der Tat diese studentische Initiative. Das hat Knowledge Bay geheißen, das Projekt. Wir wollten so einen Umschlagplatz schaffen für Bildungsinhalte, die von Studenten für Studenten gemacht sind. Und und das war auch teilweise aus dem Frustrationserlebnis heraus, dass wir mit dem, was uns wie und was uns im Studium vermittelt wurde, nicht 100% glücklich waren und vor allem auch von den elektronischen Angeboten, die es damals gab, im Jahr 2001 ist das gewesen, nicht zufrieden waren. Wir haben uns wirklich nicht nur gewünscht, PDFs von der Lernplattform runterzuladen, sondern halt wirklich auch Audio- und Video-Mitschnitte der Vorlesungen und die Vorlesungen vielleicht nochmal kondensiert in 5 Minuten in Form von so wissenschaftsjournalistisch bearbeiteten Radiobeiträgen. Und das war so eine Idee und die hat sich in der Gruppe entwickelt. Im Kern waren das 5 Leute und da haben wir dann eben als Gruppe diese Plattform aufgebaut. Und das war kein Projekt von einem Semester, das ging wirklich über viele Semester hinweg.
erstmal auch, bis ich die Gruppe gefunden hatte, dass wir so die Vision und auch hatten und was wollen wir eigentlich erreichen und dann auch noch arbeitsfähig zu werden und all das, was ja vielleicht auch bei euch bekannt ist aus dem eigenen Erfahrungsschatz. So. Genau, aber wir waren dann 2003, hatten wir einen Prototyp. Das ist einfach ein kleines Video, auf das ich dann ganz kurz. Die Prezi kann man übrigens auch abrufen, jetzt live zum Beispiel mit dem eigenen Rechner und sich da durchklicken, wenn man es möchte. Man kann aber auch hier einfach nur folgen. Ja. Springen will, kann man das dazu. Jedenfalls 2003 war dann die Seite fertig und wir wären fast reich und berühmt geworden. Wir sind mal bei so einer großen Tagung, Campus Innovation in Hamburg 2003, als das studentische No-Budget-Projekt gefeiert worden. Da waren halt millionenschwere BMBF-Projekte im unmittelbaren Vergleich mit uns. Hat nicht jedem gefallen. Jedenfalls war es schon beeindruckend. Aber gleichzeitig war der Erfolg und die Anerkennung auch etwas, was ein bisschen Unruhe in die Gruppe reingebracht hat. Weil die einen halt doch gleich, die wollten ausgründen und ich wollte das auch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite soll es auch ein studentisches Projekt bleiben, was von Generation zu Generation weiter. Und das war auch ein Spagat und da sind wir auch irgendwann dann gescheitert. Irgendwann war der einfach nicht mehr tragbar zwischen den Stühlen noch. Das können vielleicht Kampfsportler dann. Im Scheitern war es dann Scheitern, also es geht wirklich um erfolgreich Scheitern, aber was für mich dann wichtig war, auch zu verstehen, was da eigentlich alles vorgegangen war. Also die interdisziplinäre Erfahrung im Team und was haben wir da eigentlich gebaut und warum haben wir das so und so gebaut. Und dann eigentlich auch mal so zurückgezogen, habe ganz viel gelesen und ganz viel gelernt. Und dann bin ich unter anderem auch drauf gekommen, dass quasi nicht nur das Produkt, was wir geschaffen haben, sondern auch der Prozess dahin, also das Hervorbringen dieser Plattform ein wertvoller Lernprozess war und dann in die pädagogische Literatur eingestiegen und dann auf das Konzept einer Community of Practice gekommen. Und das ist eigentlich schon ziemlich verallgemeinerbar. Eine Community of Practice ist eben ein soziales System, eine Gruppe von Leuten mit einem gemeinsamen Interesse, die eine geteilte Praxis entwickeln und sich darüber austauschen und praktisch neue Leute auch aufnehmen und Kompetenzen erwerben. Und hier als Beispiel für ein studentisches Radio oder studentisches TV. Das, wenn man dazukommt, dann ist man erstmal an der Peripherie und dann bekommt man gezeigt, wie die Medien funktionieren und dann im nächsten Semester kann man schon ein bisschen mehr, dann leitet man andere an und so quasi erwirbt man die Handlungspraktik von der Gruppe, eignet sich Kompetenzen an und kann auch zunehmend Verantwortung für diese Gemeinschaft übernehmen. Und das fand ich sehr interessant. Habe das auch so erlebt bei uns in der Gruppe und auch der interdisziplinäre Austausch war spannend, weil da waren auch Psychologen und Germanisten und Informatiker dabei und ganz viel auch über den Tellerrand des eigenen Faches gelernt und das war genau meins. Das war mein Weg zu lernen. Und genau. Und das Ganze haben wir dann halt auch ausgearbeitet und hier ein paar Publikationen, die wir dazu geschrieben haben, wo man nochmal vertieft nachlesen kann. Hier habe ich auch nochmal praktisch die eine Big Idea, die ich mit auf den Weg geben möchte, von Communities of Practice, von einem der wesentlichen Autoren von dem Konzept. Hier ein Video zum Nachhören, Nachschauen, Nachlesen nochmal für euch zusammengestellt. Zusammenfassend fand ich halt spannend, dass in der ersten Zeit, also im Prozess von 2001 bis 2005, 2006 sowas, wirklich das Produkt sehr stark im Fokus stand. Also das war halt dieser Output. Wir wollten dieses Projekt, wir wollten da Erfolg realisieren. Und danach hat sich die Perspektive ein bisschen verändert. Wir haben es transzendiert und irgendwie war jetzt halt dann auf einmal das Lernen auch spannend. Und das war dann im Endeffekt auch wie ein natürlicher fließender Übergang zu der nächsten Station. Denn durch diese Vorstellung bei dem Projekt bin ich dann zu meinem ersten Job gekommen. An die Uni Augsburg und da hatte mich eine Professorin praktisch kennengelernt über die Präsentation damals und bei der konnte ich zu arbeiten anfangen. Es hat sich wirklich einfach so ergeben. Und was dann eben dort toll war, an dieser zweiten Station, wir hatten einen Studiengang und da wurde schon relativ früh das Bachelor-Master-System eingeführt. Und das war auch ein kommunikations- und medienwissenschaftlicher Studiengang, der auch durchaus praxisorientiert war. Also wo Studierende wirklich auch solche
solche Initiativen dann gemacht haben. Aber gleichzeitig hat man ein bisschen festgestellt, dass das Engagement in den Initiativen ein bisschen rückläufig war. Ob die Studenten jetzt weniger Zeit hatten oder nur gefühlt weniger Zeit, mal völlig dahingestellt. Fakt war auf jeden Fall, dass sozusagen die Beteiligung ein bisschen zurückging und die Initiativen ein bisschen über Mitgliedermangel gejammert hatten. Und worin meine damalige Chefin Gabi Reinmann und ich uns völlig einig waren, ist, dass das eigentlich, was ich erlebt hatte und was sie beobachten konnte, auch bei ihren Studierenden, ein wertvoller Lernraum war. Und eigentlich auch mit den Zielen von Bologna in höchstem Maße kompatibel. Denn Bologna will Employability, will auch dann in späteren Deklarationen Citizenship fördern und eben auch Mobilität und so weiter. Und eigentlich das ECTS-System sollte uns ja mehr Freiheit liefern. Und wir hatten es schon ernst genommen und hatten aber trotzdem halt, also ich habe es mal versucht, das Bild ist ein bisschen voll, gebe ich zu. Aber das obere ist praktisch jetzt so mal, das sind die normalen Bachelor- und Masterprogramme, also wirklich curriculare Angebote. Und das hier unten ist quasi auch nochmal so das, was außerhalb, an der Peripherie der Hochschule stattfindet, an studentischen Initiativen. Und Aufwand war halt, dass es zwei verschiedene Lernräume waren, die leider auch ein bisschen auseinander gingen. Und wir wollten im Endeffekt einen Raum schaffen, der die wieder rückbindet, der die aufeinander bezieht. Und wenn man jetzt sich nochmal anschaut, was in so einer Initiative passiert, wenn man Verantwortung übernimmt, wenn man in so eine Gemeinschaft, in so eine Praxisgemeinschaft hineinwächst, dann werden da Kompetenzen erworben. Und das findet immer statt. Ganz egal, ob das curricular eingebunden ist oder nicht. Aber ein Hebel ist eben dann die Reflexion. Und bei der Reflexion kann man jetzt ansetzen, dass man es auch sozusagen ECTS-fähig macht. Indem man den Studierenden ein Studienangebot bereitstellt, indem sie über ihr Lernen in den Projekten nachdenken und wirklich mal benennen, was man gelernt hat. Also, dass man das implizite Wissen oder die implizite Kompetenz explizit macht. Und das war unser Ziel. Und so haben wir das dann auch umgesetzt, also auf der Basis von Portfolios, eben so ein Begleitstudium aufgebaut und haben dann auch irgendwann einen Preis dafür bekommen. Bei diesen Videos, also so ein E-Learning-Preis, E-Learning-Innovations- und Nachwuchs-Award. Und hier habe ich einfach mal nochmal zum Nachhören, Nachlesen, Nachschauen ein bisschen was zusammengestellt, Kurzvorstellung von dem Angebot. Kann man sich kurz so vorstellen, alle möglichen studentischen Initiativen im Umfeld der Universität Augsburg sozusagen, erstmal mit ihnen gesprochen, Videos mit ihnen gemacht, sodass man es auch schön am Semesteranfang gleich kommunizieren kann und halt online findet. Und so haben wir dann halt auch das Konzept geschrieben, das wir uns überlegt hatten, von den hochschulpolitischen Überlegungen über die praktische Umsetzung zu den Medienunterstützungen. Und dann auch Teilnehmer interviewt, um das halt auch den Leuten besser vermitteln zu können und haben natürlich auch mit den Initiativen dann so kurze Videos geführt, sind so 2 bis 3 Minuten, wo die sich halt jeweils vorstellen mit dem, was kann man da machen, was kann man da lernen und wie nimmt man Kontakt auf oder was tun die Projekte. Genau, das war sozusagen so dieser zweite Schritt und co-curricular deswegen, weil es halt sozusagen nicht versucht, die studentischen Initiativen zu domestifizieren, indem man sie sozusagen curricular vereinnahmt, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, das Engagement in studentischen Initiativen auch lernwirksam und ECTS-fähig zu machen. Und in der ganzen Diskussion, ob man das tun sollte oder nicht, für mich kein Entweder-Oder, sondern es kommt darauf an, wie man es macht. Und wenn man es gut macht, ist es legitim und in höchstem Maß lernförderlich. Das Ganze habe ich hier nochmal ein bisschen, dann halt so ein Kompetenzmodell aus der beruflichen Bildung hergenommen und haben halt gesagt, okay, durch die Reflexion wird die personale Kompetenz gefördert, also dass da weiß ich, was ich weiß und dann kann ich meinen Lernprozess steuern und so weiter. Und außerdem werden auch Inhalte aus dem Studium weiterverwendet, fachlich-methodische Kompetenzen, dass man auch aktivitätsbezogen ist, dass man etwas tut, dass man etwas gründet und so weiter. Und halt sozial-kommunikative Kompetenzen werden stark herausgefordert in solchen Projekten. Ja, und das haben wir im Endeffekt halt dann auch in Module überführt oder in Bausteine. Und so ging das, haben wir auch wieder beschrieben.
Hier auch wieder Big Idea, das ist in dem Fall jetzt der John C. Brown, wo man auch so, der ist sozusagen Master of Disaster, nennt er sich teilweise auch selber. Und er zeigt halt einfach Unternehmen und Universitäten, vor allem in den Vereinigten Staaten, so ein bisschen, wie die Zukunft des Lernens aussieht. Und das seit 20 bis 30 Jahren. Vielleicht ganz kurz, hier hat sich dann die Perspektive verändert. Da stand jetzt nicht mehr das Projektergebnis im Vordergrund, sondern Outcome, auch im Sinne von Bologna, so was ist der Learning Outcome. Was nimmt man aus so einer Initiative mit? Schritt 2. Und im dritten Schritt, und da bewegen wir uns jetzt eben gerade an der KU, wir haben da eben, wir sind da dabei, KU so zu profilieren, dass sie auch als gesellschaftlich wirksame Universität sich entfalten kann. Und da haben wir halt dann auch zum Beispiel gesagt, wir müssen das Campusleben auch als Lernraum oder als Bildungsraum anerkennen. Also einfach die studentischen Initiativen anzuerkennen, dass da Lernen stattfindet, dass man die dann aber auch teilweise in Lehrveranstaltungen einbindet, wenn die manchmal auch außerhalb lässt, als Zusatzangebote, einfach nicht nur so schwarz-weiß denken, sondern einfach halt nur offen rausarbeitet, und da sind wir gerade dabei. Und dann eben auch verschiedene Formen von Engagement unterstützt, Engagement auf dem Campus, aber auch global, zum Beispiel in internationalen Service-Learning-Projekten und im Netz. Und das kann ich jetzt mal überspringen. Und was mir jetzt aber wichtig ist, ist, und ich glaube, das hat heute Morgen auch so ein bisschen angeklungen, ist das jetzt halt wirklich, wir wissen schon ein bisschen was, wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt in den nächsten Jahren, und um jetzt aber noch besser zu werden, geht es wirklich darum, die Bausteine, die an anderen Orten von genauso erfahrenen, klugen Leuten erarbeitet wurden, jetzt die alle zu kombinieren. Und das finde ich eben spannend. Wir hatten das ja jetzt heute Morgen, also hochschulintern ist zum Beispiel InStudies ja vorgestellt worden. Da finde ich wirklich spannend, dass das ganz früh im Studium ansetzt und dass man da schon darauf hingewiesen hat. Ich mache jetzt nur einfach so ein paar Schlaglichter, was ich jetzt spannend finde da dran. Ja? Aber dass wirklich von Anfang an und dem gesamten Student Life Cycle dann irgendwie so berücksichtigt wird, finde ich total toll. Würde ich auch gerne so machen. Hier, Projektwerkstätten, finde ich toll, dass wirklich auch Studierende Lehre übernehmen dürfen. Und da kann man sich auch mal abschauen, wie man das genau macht. Das funktioniert seit 30 Jahren da. Ihr habt es ja heute alles schon auch erzählt bekommen. Hier beim Dachverband Studentischer Initiativen an der Lüneburg, an der Leuphana, da finde ich toll, dass es wirklich auch eine studentische Interessenvertretung gibt, die nicht nur auf Mitbestimmung dann auch setzt, sondern auch die mitgestaltenden Studierenden gegenüber der Hochschulleitung vertritt und ein Dach schafft für studentische Initiativen, sich nicht mit vielen organisationalen und formalen Dingen beschäftigen zu müssen, sondern einfach mal zu beginnen. Dann World Citizen School, von der Kommunikation, von dem Wissensmanagement, von der Anregung, die Studierende erfahren, da etwas zu unternehmen, ein wahnsinnig tolles Beispiel. Und dann eben nochmal hier vier weitere, also Yoridu habt ihr kennengelernt, die eben auch überregional Angebote machen, dass man einfach mal beginnt. Relativ einfach Studierende dahin zu führen mit dem Lernprogramm, mit ein bisschen Startgeld, um einfach mal zu beginnen und so diesen ersten Schritt zu gehen. Denn ich habe vielleicht eine Unternehmens- und Engagementbereitschaft, aber manchmal braucht es einfach so den Anstoß. Und das finde ich bei Yobidu sehr genial. Und wenn man dann eben schon auf dem Weg ist, dann braucht es manchmal auch noch so ein bisschen Beratung und ein bisschen Prozessbegleitung. Und das finde ich jetzt wiederum auch Wandercoaching vom Netzwerk N ganz toll. Also da würde ich mir auch gerne viele Sachen abschauen und von denen lernen und so weiter. Und wenn man dann nochmal ein bisschen sich professionalisieren möchte, nochmal wirklich eher auch in Richtung Gründung, dann würde ich gerne auch Angebote der Social Entrepreneurship Akademie in Anspruch nehmen. Und diese ganzen Sachen würde ich jetzt eben gerne zum einen dokumentieren. Wir haben das schon mal in der Publikation gemacht vor einiger Zeit. Das war 2011, da ging es über Medieninitiativen und dann auch ein bisschen was dazu geschrieben. Aber um was es mir jetzt wirklich geht, ist jetzt nicht irgendwie zu sagen, ja, hier ist jetzt unser Projekt, ja,
Und jetzt muss ich praktisch alles auch mit unserem Projekt irgendwie, sondern ich möchte eigentlich auf die anderen Projekte zugehen und sagen, hey, lass uns zusammenarbeiten und wie können wir gemeinsam ein Ökosystem schaffen, was die besten Teile kombiniert, wo wir Anschlüsse machen, wo wir uns gegenseitig verweisen und stärken und das Ganze einfach nach vorne bringen, damit, und das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt, dass nicht nur Output und Outcome, sondern eben auch Impact entsteht, der gesellschaftlich wirksam ist. Dass das, was bei studentischen Initiativen entsteht und was da gelernt wird, eben auch zur gesellschaftlichen Veränderung beiträgt. Das ist für mich so eine Vision oder was ich toll finde, wo ich mir wünsche, dass die Reise weitergeht und wo meine nächsten Schritte in jedem Fall hinführen sollen. Und da sollte jetzt eigentlich nochmal eine Zusammenfassung und Rückschau sein, wo man die Reisestationen sieht. Und das ist jetzt im Endeffekt auch so der Aufschlag für die Podiumsdiskussion, die sich jetzt direkt anschließt. Und da möchte ich eben mit euch, mit dem Karl Birkhölzer aus Berlin, der die Projektwerkstätten gegründet hat, der Andrea Koch-Thiele, die die Projektleiterin von InStudies war und jetzt sich auf die studentischen Initiativen konzentriert an der Ruhr-Uni, weil sie die so toll findet. Der Simone Zink, die bei uns an der KU eine studentische Initiative gegründet hat, die wie viele andere studentische Initiativen hier im Raum wirklich Beachtliches geleistet haben, auch jetzt gerade bei den Herausforderungen mit der Flüchtlingssituation in, eigentlich kann man schon sagen, in den letzten 3 Jahren, seit 2012 glaube ich, seid ihr aktiv geworden, und dem Johannes Geibel, der, einem der Mitgründer von Netzwerk N und der es geschafft hat, wirklich, ich glaube, das ist eigentlich auch wirklich der erste Fall, dass eine studentische Initiative es schafft, vom BMBF eine Förderung zu bekommen und wirklich auch überregional wirksam zu werden. Ich freue mich sehr, euch für das Podium gewonnen zu haben und würde euch nach vorne bitten.